Hallo, in diesem Abschnitt geht es nun um die Kommunikation in einem Team. Jeder Kanal stellt seine eigenen Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Kanal Allgemein gibt es die Registerkarte Beiträge. Und auch im Kanal 01% Rechnung, den ich im vorherigen Video erstellt habe, findet ihr wieder einen Reiter mit Beiträgen. Gehen wir wieder zurück in den Kanal Allgemein. Am unteren Bereich bei der Registerkarte Beiträge seht ihr ein Eingabefenster. Hier könnt ihr Nachrichten eingeben und alle Teammitglieder können diese Nachricht auch lesen. Das heißt, für private Unterhaltungen sind diese Kanäle nicht geeignet. Wenn ihr nun euer Team, also eure Klassen begrüßen möchtet, könnt ihr einfach den Cursor in dieses Eingabefenster stellen. Ich schreibe nun einfach Hallo und schicke das weg mit Enter oder dieser Sendungstaste. Die Nachricht wurde nun an das ganze Team gesendet. Im Unterschied zu einem Instant Messaging Service wie beispielsweise WhatsApp bekommen die Mitglieder dieses Teams aber keine Benachrichtigung darüber, dass hier eine neue Nachricht erstellt wurde. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass alle Teammitglieder darüber benachrichtigt werden, dass ihr etwas Neues in das Team geschrieben habt, sozusagen, müsst ihr sogenannte Erwähnungen, Mentions, wie man sie auf Englisch nennt, dazufügen. Eine Erwähnung fügt ihr ganz einfach dazu, indem ihr zuerst das @-Zeichen eingebt und dann die Person oder die Personen erwähnt, die benachrichtigt werden sollen. In meinem Fall werden schon einige Schüler vorgeschlagen. Wenn ich das ganze Team erwähnen will, gebe ich einfach ein T für Team ein und ihr seht schon, da wird mein Team 2020 5C Mathematik schon vorgeschlagen. Das klicke ich nun an. Ihr seht, das Team erscheint jetzt in Farbe. Das bedeutet, dass alle Schüler und Schülerinnen aus diesem Team noch zusätzlich eine Benachrichtigung bekommen, dass der Lehrer, was für sie gepostet hat. Das ist vor allem dann praktisch, wenn sie Teams auf ihr Smartphone installiert haben. So könnt ihr sicher gehen, dass jeder die Nachrichten auch liest. Jetzt könnte ich hier davor einfach noch Liebes, dann steht da automatisch Team 2020 15 Mathematik, dann schreibe ich hier noch hin, morgen um 15 Uhr findet eine Online-Besprechung statt und schon könnte ich das Ganze wieder wegschicken. Alle Schüler aus dieser Klasse bekommen jetzt automatisch eine Benachrichtigung, dass der Lehrer was für sie gepostet hat. Auf eine Möglichkeit möchte ich euch noch hinweisen, wenn ihr wieder in dieses Feld klickt und auf das A mit diesem Pinsel, bekommt ihr ein größeres Eingabefeld. Hier könnt ihr Nachrichten auch formatieren, noch so ähnlich wie in Word. Eine tolle Möglichkeit will ich euch jetzt noch zeigen. Ich wähle hier oben statt neue Unterhaltung einfach eine Ankündigung aus und schreibe hier rein Schularbeiten. Stoff kann hier noch eine tolle Illustration dazufügen. Das lieben die Schüler natürlich auch. Zu mir passt der Drache ganz gut und wähle hier fertig. Jetzt könnte ich hier noch den Schularbeitenstoff einfügen. Erstens Prozent rechnen. Zweitens und so weiter. Ich glaube, man kann sich das vorstellen. Könnt ihr hier noch ergänzen mit einem Smiley und sogar noch einem GIF. Das ist ein sogenanntes bewegtes Bildchen. Ich wähle einfach hier wahllos was aus. Was hier noch gut wäre, da unten die Klasse wieder zu erwähnen. T für Team. Und das Ganze schicke ich weg. Wie Kommunikation in Teams noch möglich ist über Chat oder über andere Funktionen, das zeige ich euch in einem weiteren Video.